Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere und Co. aus Hamburg. Ja, Stempelklasse. Ein bisschen später diese Woche, tut mir leid, aber es ist manchmal terminlich ein bisschen schwierig. Wir haben am Dienstag unser Teamtreffen gehabt, deswegen habe ich es nicht ganz geschafft, die Stempelklasse für euch vorzubereiten. Aber ich habe euch ja am Dienstag diese Karte gezeigt und habe gesagt, das ist ein kleiner Hinweis auf die neue Stempelklasse, auf das Thema der neuen Stempelklasse. Was könnte das denn sein? Fasching? Fasching ist nur vorbei, Aschermittwoch war. Ja, wir haben hier eine Maske und das ist das Stichwort. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie das mit dem Maskieren funktioniert. Das ist eine Stempeltechnik. Bei der Karte vom Stempelmittwoch, die ich euch gestern auf dem Blog gezeigt habe, das ist diese, habe ich diese Stempeltechnik auch angewendet. Und zwar seht ihr, hier ist nicht mit Stanzteilen gearbeitet, sondern das ist alles plan auf der Motivkarte gestempelt und übereinander, ohne dass man hier den durchgängigen Stempelabdruck sieht oder hier von dem Schnörkel. Und das ist eine Maskiertechnik und die möchte ich euch heute zeigen. Und zwar mache ich das anhand dieser kleinen Karte, das daran zeigt, dass ich ganz einfach und ja, diese etwas komplizierteren, wo ihr die Motive dann auch rausschneiden müsst, das wisst ihr dann ja, wie es geht. Das ist nur einmal so zum Zeigen, wie funktioniert das mit der Technik. Ich habe mir in unser Stempelset Du bist herangezogen, weil ich da diese schönen Motive habe. Die sind einfach, die sind hier zum Zeigen einfach, weil ich die Motive einfach nur ausstanzen muss und nicht ausschneiden brauche. Wir fangen gleich mal an. Oh, ich stotter schon wieder. Und zwar, maskieren kommt ja von Maske. Ihr seht, dass die hinteren Abdrücke, die Blätter, die hier im Hintergrund sind, wie abgedeckt wirken. Die decken wir aber nicht ab, sondern wir decken uns diese Blumenmotive ab. Dazu müssen wir uns aber Masken fertigen und dazu nehme ich mir Post-its und klebe mir die, weil sie sich ein bisschen schwer ausstanzen lassen. Wenn ihr ein Motiv habt, was ihr nicht stanzt, sondern ausschneidet, stempelt ihr euch das Motiv auf ein dünnes Blatt Papier und schneidet es aus. Hier machen wir es uns einfach, indem wir uns einfach eine Maske aus Post-its machen. Die stanzen wir uns einmal aus. Natürlich auch da, wo die Klebefläche ist. Und das Blatt weiß lege ich drunter, weil das Post-it-Papier einfach ein bisschen zu dünn ist. Das ist die erste Maske. Und die zweite Maske machen wir uns ähnlich, und zwar mit unserem Wellenkreis. Das entspricht nämlich genau unseren Stempelmotiven aus dem Stempelset. So, das ist die zweite Maske. So, und dann habe ich ein Stück flüsterweißen Karton, der dann auch gleich auf mein kleines Kärtchen passt. Das habe ich mir jetzt schon so zurechtgeschnitten. Dann nehme ich mir unsere Stempel- und Perforiermatte. Die eignet sich für unsere Klarsichtstempel ja super. Papier drauf. So, und jetzt geht das los mit dem Maskieren. Und jetzt müsst ihr euch echt Gedanken machen, wie möchtet ihr eure Karte aufbauen, weil ihr nämlich die Motive, die im Vordergrund sind, auch als erstes stempelt. Das, was im Hintergrund ist, das stempelt ihr erst später. Deswegen müsst ihr schon gucken, welches dieser Motive soll in den Vordergrund. Man könnte natürlich auch dieses kleine, die gelbe Blume in den Vordergrund setzen, aber das würde hier vom Arrangement her nicht passen. Das heißt, wir beginnen mit der optisch obersten Stempelmotiv. Und das ist in diesem Fall die Blüte. Und die stempel ich mir hier in Rosenrot. Ups, das ist ja jetzt auch nur noch mal zur Veranschaulichung. Die setze ich mir hier an den Rand. So, und jetzt geht es los mit dem Maskieren. Jetzt setzt ihr eure Maske, die ihr euch ausgestanzt habt oder bei einem anderen Motiv ausgeschnitten, passt genau auf diese Blüte. Damit deckt ihr die ab. Und dann nehmt ihr euch euer nächstes Stempelmotiv. Das ist in diesem Fall diese Wellenkreisblüte. Und die stempel ich jetzt in Currygelb. So, und die stempel ich jetzt so, als würde sie dahinter sitzen. So. Und jetzt seht ihr hier auch, sie sitzt wirklich optisch dahinter. Die Maske lassen wir aber auch noch drauf und decken jetzt auch diese Blüte ab,
weil wir jetzt ja noch die Blätter in den Hintergrund setzen möchten. So. Andersrum. Und das stempel ich mir dann jetzt mal eben in Savanne dahinter. Was ihr das Maskierpapier, was ihr benutzt, das sollte möglichst ein dünnes Papier sein. Sonst habt ihr, das zeige ich euch gleich, sehr starke Ränder an den Übergängen vom Papier. Oder war irgendwas auf meinem Stempelkissen? Naja, ist ja nur zur Demonstration. So, und hier kommt auch noch eins hin. So, und wenn ihr jetzt eure Masken abnehmt, dann kommt dieser wunderschöne Effekt zum Vorschein, dass nämlich diese Blätter hinter den Blüten liegen. Ich nehme das mal weg, dann seht ihr das reine Motiv. Und das finde ich echt schön. Und wenn euer Papier, euer Maskierpapier ein bisschen zu dick ist, dann wären die Abstände zwischen den Stempelmotiven ein bisschen stärker. Hier sieht man es ein bisschen besser zwischen der gelben und der roten Blüte. Je stärker das Papier ist, desto größer ist dieser Abstand. Das ist nicht immer schön. In diesem Fall ist es grenzwertig. Nee, in diesem Fall ist es eigentlich auch noch schön. Sieht so ein bisschen wie draufgestanzt aus. Und das ist die Maskiertechnik. Und jetzt machen wir das Kärtchen auch noch fix fertig. Das hat mit der Maskiertechnik nichts mehr zu tun. Da stanze ich mir dann jetzt nur ein kleines Fähnchen noch aus, dass ich mir da drauf setze mit meinem Snail. Also das ist jetzt nur noch Fertigmachen der Karte. Das hat, wie gesagt, mit dem Maskieren nichts mehr zu tun. Jetzt brauche ich meine Schere. Zack. Und noch ein etwas kürzeres Fähnchen. Das wird oben drauf gesetzt. Ich bin heute irgendwie nicht so gesprächig, merkt ihr das? Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich einen anstrengenden Tag hinter mir habe. Aber alles gut. So, und jetzt noch ein kleines Blümchen. Mit einem Glue-Dot draufgesetzt. Ups, bisschen lang das Band. Da kommt dann noch ein Glitzy mit drauf. Das kennt ihr ja alles schon, diese Verzierung. Und einen kleinen Spruch, den habe ich mir hier schon zusammengesetzt. Das ist viel Glück, das ist auch aus dem Stempelset. Den setze ich mir jetzt nicht wie bei dieser Karte, das fand ich dann doch ein bisschen gedrungen. Den setze ich mir dann einfach mal so hier so rein. In der Hoffnung, dass er jetzt auch gerade ist. Jupp, alles gut. So. Und dann können wir das aufkleben. Und so habt ihr ganz schnell eine optisch interessante Karte ohne Stanzmotive. Also jetzt mal abgesehen von diesen hier oben. Aber in der One-Layer-Technik, also quasi das übereinander gesetzt, ohne zu stanzen, ohne mit Dimensionals zu arbeiten. Und das finde ich eigentlich eine ganz nette Technik. Wie gesagt, hier auf der Karte habe ich es auch gemacht. Den Schnörkel so dahinter gesetzt, hier das Motiv und im Nu habt ihr eine echt schöne, effektvolle Karte, die gar nicht großartig im Aufbau ist, ne? Die einfach ganz platt ist und schön gestempelt. Ja, das war das Thema der Stempelklasse für diese Woche. Nächste Woche gehen wir wahrscheinlich mal wieder so ein bisschen in die Theorie. Ich wurde gefragt, so von wegen, zeig doch mal, wie du deine Papiere aufbewahrst. Dann habe ich eine Anfrage zu den unterschiedlichen Stempelarten, die wir haben. Ich muss mal gucken, was ich euch für nächste Woche vorbereite. Und vielleicht wird es ein bisschen theoretischer. Diese Woche haben wir wieder gearbeitet. Zum Wochenende, ein bisschen gewerkelt. Und zum Wochenende hin lasse ich mir noch ein schönes Projekt für euch einfallen. Dann gibt es das Wochenendvideo. So, und jetzt habt einen schönen Ausklang der Woche, noch einen schönen Donnerstag, einen schönen Freitag und dann startet gut in die Woche. Habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.